Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Alle sprechen immer über diese K-Beauty, aber was ist das genau? Was genau das ist, das wirst du heute mit mir erfahren, denn ich habe eine K-Beauty Beautybox bestellt und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. K-Beauty ist ja Korean Beauty, also koreanische Beauty. Ich finde, die Frauen, die man dort immer sieht, sei es auf Bildern, auf Instagram oder in Filmen oder so, die haben perfekte Haut und die sehen wunderschön aus. Also unfassbar, wie toll diese Trends dort ankommen. Und das schwappt jetzt ja nach und nach immer mehr nach Europa rüber. Und wir sind in Europa. Dennoch haben wir die Möglichkeit, uns eine K-Beauty-Box zu bestellen. Wir können sie sogar abonnieren. Und zwar die Marie Han Box. Diese Box kommt aus Seoul, aus Korea. Da stehen auch Informationen halt für den Zoll drauf, eine Customs Declaration und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr durchdacht und professionell, sage ich mal. Ne? Ja, und jetzt bin ich wirklich gespannt, was da drin ist. Ich kenne den Online-Shop, da habe ich schon reingeschaut. Die haben da wundervolle, schöne und sehr, sehr hochwertige Kosmetika, die ich noch nie in meinem Leben gesehen oder getestet habe. Ich habe mich auch noch übrigens ein bisschen vorab. Info, komm Leute, das muss sein, ne? Ich habe mich da auch umgeschaut, du kannst nicht nur die ganz normale Beauty Abi-Box vor allem, ne? Kriegst ein Abi umsonst, per Post, läuft. Die ganz normale Beauty-Abo-Box bestellen, sondern da gibt es auch unterschiedliche Boxen für Sensitive Skin, für normale Haut, für irritierte Haut. Da gibt es Männerboxen, da gibt es was für etwas reifere Haut, da gibt es Masken, Boxen, alles Mögliche und das irgendwie im Wert von $1 bis zu $190, also ne, da kannst du alles kriegen, was du willst in diesen Boxen. So eine Box, wenn du die im Abo bestellst, kommt monatlich zu dir und kostet zwischen $40 und $31,67. Und wenn du dir das quasi in Euro umrechnest, da habe ich hier einen Spicker, ist das zu heutigem Wechselkurs 35,90 Euro bis 28,72 Euro. Und da kommt halt noch ein bisschen Versand hinzu. Also in dem Fall war das jetzt, ich glaube, $2, ne? Nicht viel. Und ja, jetzt möchte ich aber die Box aufmachen und ich bin wirklich gespannt, was drin ist. Das ist die Hello August Box. So, in diesem Karton haben wir die Box schön eingepackt in Luftpolsterfolie, denn wenn sie so einen langen Weg hinter sich hat, sollte sie auch unbeschadet beim Konsumenten ankommen. Und das finde ich auch echt schön, dass sie das so machen. Und die sieht mega schön aus. Also so eine schöne Box habe ich ja noch nie gesehen. Die ist richtig klasse. Das hat hier so eine durchsichtige Umverpackung. Dann kannst du die Box hier so rausschieben. Mega geil. Und dann sind hier die Produkte drin. Ist das nicht schön? Es riecht jetzt so nach nichts. Es riecht nach einem Buch irgendwie. Das ist ganz interessant. Hello August. Boah, ist das schön. Auch dieses... Ach, ich mag es. Ich finde das voll schön. So, dann haben wir hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin steht. Hinten steht drauf, September, what's next? Und ich denke, dass das hier auch alles entsprechend auf Englisch sein wird. Ich gucke mal schnell in das Heftchen, was da sonst so drin steht. Also, wir haben hier die Produkte drin stehen, die sich in der Box verbergen. Dass alles deutlich bunter gehalten ist als bei den bekannten Abo-Boxen, die wir so haben, weil es ist halt Korea, ne? Die sind da ein bisschen bunter unterwegs als wir. Ich habe hier keine Preise drin stehen, aber die kann ich dir natürlich aus dem Online-Shop raussuchen, wenn ich sie dort finde, was ich hoffe. Sexy with Voice, Baek Hyun auf Solo, UN Village with Unique Colors. Also da wird jemand vorgestellt, der wahrscheinlich in Korea ein Star ist. Korean Honorifics. In Korean, titles are much an everyday affair in even the most basic conversations where you are with a good friend or addressing your business partners or boss. Süß! Guck mal, da ist so ein koreanischer Sprachkurs auch ein bisschen. Das finde ich ja cool, ne? Weil die Box ja auch noch nach Europa verschickt wird. Und da steht das dann auf Koreanisch geschrieben. Ach cool, ich habe ja tatsächlich auf der Arbeit auch koreanische Kunden. Vielleicht kann ich da mal was mit anbringen, das wäre ja witzig, ne? Dann ist hier ein Horoskop auch mit abgebildet. Jetzt gucken wir mal weiter, was hier überhaupt in der Box ist. Dafür sind wir ja alle da. Was redet die Frau nur? Okay, als erstes habe ich hier ein Produkt, was ich weitergeben werde an die Tochter meiner jetzt ja leider ehemaligen oder erstmal pausierenden Nagelfee. Und zwar sind das so koreanische
Real Gel Nails. Das sind 24 Tipps und das sieht ja irre witzig aus. Ne? Das kannst du dir halt so auf die Finger kleben, auf die Fingernägel und dir das entsprechend zufeilen. Und hast das dann wirklich auf deinen Nägeln drauf. Es ist ganz cool. Ich benutze sowas nicht. Ich bin kein Fan von diesen Tipps, aber die Tochter meiner Nagelfee, die mag das ganz gerne. Das ist schon cool. Von Urbanscape. Hier steht auch nicht groß was zu. Gel Nail Strip, Hashtag Marbling Blossom. A sticker that fits perfectly into the shape of a nail and that has a texture like a gel nail. Okay, also es soll sich wirklich anfühlen wie ein Gelnagel. Mentau. So, als nächstes habe ich hier einen Sunstick. California Aloe Freshly Powdery Sunstick. Powdery, das ist nicht puderig, okay? Von Nature Republic und das ist mit Lichtschutzfaktor 50+. Wir wissen ja alle, dass die Koreaner halt wirklich sehr, sehr viel auf Sonnenschutz legen und auch da sehr drauf bedacht sind, sehr blass sind. Wir sind ja so verrückt und wir bronzen uns, wir holen uns teilweise viel zu dunkle Foundations, um irgendwie ein bisschen dunkler zu wirken. Heute trage ich auch eine Foundation, die sich jetzt mittlerweile ganz gut macht, aber als ich sie aufgetragen habe, auch viel zu dunkel war. Aber die Koreaner sehen das halt als edel an, wenn man halt nicht in die Sonne geht und wenn man nicht sonnengebräunt ist. Auf jeden Fall ist das so, je blasser, desto besser. Die sind nicht so crazy wie wir und machen sich dunkler, gehen ins Solarium oder machen ein Self-Tan. Nein, da würden die niemals im Leben drauf kommen. So, hier hinten steht alles auf Koreanisch drauf, deswegen kann ich das natürlich nicht vorlesen. Solche Sonnensticks, die kennen wir natürlich auch von uns, ne? Sowas gibt es hier auch. Aber mit so einem hohen Lichtschutzfaktor, das finde ich richtig cool. Und der riecht gut. Der riecht richtig gut, schön, schön, angenehm. Nicht nach klassischer Sonnencreme, wie wir die bei uns haben, finde ich, ne? Und du machst den drauf und du siehst den direkt nicht und der ist direkt pudrig, oh ja. Also das ist auch eine tolle Geschichte fürs Gesicht, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der halt direkt dann eingezogen ist und du keinen Ölfilm auf der Haut hast. Mega gut. Das ist toll. Ja, die nächsten Tage wird es ja hier ein bisschen wärmer, dann wird er getragen. California Aloe Fresh Powdery Stick. Stick Type Sunscreen that keeps your hands clean. Achso, nee, das ist noch was anderes. Das ist noch was anderes, oder? Nee, Stick Type, weil du es hochdrehen kannst. Das meinen die damit, okay. That keeps your hands clean. You can apply it quickly. Genau, also du musst im Prinzip, du kannst es direkt so drauf machen. Du musst es eigentlich nicht verteilen, ne? Weil es ja direkt einzieht. So ist es gemeint. Okay, auf jeden Fall ein cooles Produkt. Ich rede mich heute um Kopf und Kragen. Und weil es mit Aloe Vera ist, ist es natürlich auch eine schöne Hautpflege auch noch mit dazu. Dann habe ich hier eine sehr holographisch geil aussehende Tasche. Guckt euch die mal an. Also die wird demnächst mal für ein Tauschpaket oder so verwendet. Und da könntest du theoretisch auch diese ganzen Produkte reinmachen. Man kann hier die Tasche öffnen mit den Druckknöpfen. Und ich glaube, ja, du kannst sie komplett aufmachen. Das sind hier alles Druckknöpfe. Mega cool, oder? Das ist das Lifestyle-Produkt, also ein Beauty-Lifestyle-Produkt, was du auch immer wieder in den Boxen findest. Entweder Haarbänder oder halt solche Taschen oder. Das ist cool. Dann habe ich hier etwas, was ich gerne mal testen werde. Die Collagen Impact Essential Mask X. Das ist diese hier. Und das ist wohl eine richtige Tuchmaske, die du für 10 bis 20 Minuten auf der Haut lassen sollst. Und ich denke, dass ich die heute Abend mal testen werde. Upgrade X mal 3. Also richtig krass soll das abgehen. Ja, MediHeal, ja, das sind zwei Worte, ne, ist die Marke davon. Is mask science that was created and tested by using beauty principles. MediHeal incorporates special skin know-how to provide custom solution for individuals based on their skin concerns and renews the skin to look and feel like it has received professional skin management. MediHeal uses a highly concentrated formulation of natural materials, helps your unbalanced skin become healthier by making it resistant to stress and caring skin balance. Ja, also das ist halt wirklich sinnvoll entwickelt worden mit schlauen Leuten und das soll halt wirklich die Haut ausbalancieren und da bin ich wirklich gespannt drauf. Ne? Das sieht echt geil aus, wie so eine Infusion, die du dir ins Gesicht legst. Ne? Krass, 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 als würdest du Kollagen krass in die Haut rein bashen. Mega. Und dann ist hier noch eine weitere Maske mit drin. Upgrade X mal 3, die NMF Aquaring Mask. Okay, das eine ist Kollagen, also dann wahrscheinlich, um die Haut halt wirklich zu straffen. Und die Aquaring Mask ist dann wohl die Maske, die dir quasi die Feuchtigkeit spenden soll.
Und auch das eine Tuchmaske 10 bis 20 Minuten drauf lassen. Da steht nochmal das gleiche drauf wie bei der gelben. Natural Moisturizing Factor. Natürlich, das ist natürlich auch cool. Natürlich ist natürlich gut, ne? Ich freue mich, das zu verwenden, wirklich. Ich bin ja ein Masken-Junkie, ein ultimativer Masken-Junkie. Und das erfreut mein Herz. Ja, da haben wir echt coole Produkte, ne? Also die zwei Masken sind da mit drin. Dann haben wir hier diesen Sonnenstick mit drin. Wir haben dieses Täschchen mit drin. Und wir haben diese coolen Nail-Sticker. Ich bin leider zu alt dafür. Wenn ich halb so alt wäre wie jetzt, so 15, dann würde ich das auf jeden Fall verwenden. So sieht die Box dann leer aus. Du hast hier ganz interessantes Papier. Also das ist so ein, das sind eher so Streifen, ne? Sieht echt cool aus. Und auch so ein zartes Lila ist das. Ganz leicht Lavendelfarben. Hat mir sehr gut gefallen. Ich schaue mal, ob ich euch die Preise eingeblendet bekommen habe und würde dann hier auch den Gesamtwert der Produkte einblenden. Ich finde es super interessant. Wirklich. Also das kann man sich mal gönnen. Und die Masken werden definitiv verwendet werden. Die kann ich jetzt nicht verwenden, weil ich geschminkt bin und noch ein Video gleich drehen möchte, aber ich werde es heute Abend verwenden und auf Instagram teilen. Folgt mir da auf jeden Fall. Da heiße ich AIDUIP. Schau vorbei. Ihr Lieben, ich würde euch auf jeden Fall mal empfehlen, euch die Homepage anzuschauen von marcianenbox.de. Verlinke ich dir aber auch unten in der Infobox. Einfach mal einen Link zum Draufklicken, zum Anschauen. Ne? Da verdiene ich nichts durch. Ich habe die Box nur zum Vorstellung zur Verfügung gestellt bekommen. Ich rede gerade komisch, oder? Ich habe die Box nur zum Vorstellen kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. So. Und das habe ich auch gerne getan und ich freue mich drauf, die Produkte zu verwenden und zu testen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!